Einen wunderschönen guten Abend. Es ist wieder soweit. Die zwei Wochen sind um. Willkommen zum Porsche Cup bei GSR Season 2. Heute sehen wir uns auf dem Roadcourse von Phoenix wieder. Ja, und wir, nicht nur ihr und ich, sondern auch mein Kommentatorenkollege, der Sergio. Buenos dias! Ah! Ja, Mann, da ist die gute Laune da! Tack, 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 tack! Mann, bin ich gut gelaunt. Jo, wir sind schon mittendrin im Training, aber bevor wir aufs Training eingehen, möchten wir nochmal für die, die jetzt vielleicht neu dabei sind, noch einmal kurz ein paar Infos. So eine verfickte Scheiße! Ich will gar nicht mehr sagen, Mann! Die zwei des Porsche Cups, also schon das zweite Mal, wird von GSR so ein Cup Porsche, ja, eine Meisterschaft ausgetragen. Wir sind heute dabei mit zwei Rennen, einem Sprintrennen und einem Hauptrennen. Das Sprintrennen geht 15 Minuten, das Hauptrennen 30 Minuten und im Hauptrennen starten die ersten 12 glatt, Plätze und dann machst du in Auto umgekehrter so machen, Reihenfolge. Ich mache so, aber das bedeutet, der 12-Platzierte aus dem ersten Rennen fährt im zweiten Rennen von der Pole aus los und der Gewinner des ersten Rennens startet auf Platz 12. Somit haben wir halt im zweiten Rennen nochmal die Spannung zusätzlich, dass die schnellen Fahrer nach vorne wollen. Ja, wir haben schon einige Läufe hinter uns und wir können uns ja mal direkt die Wertung aktuell anschauen. So, die sieht wie folgt aus. Also, wir haben als Gesamtwertungsbereich, wir klicken da mal ran, hier sehen wir es, den Patrick Schilikowski mit 596 Punkten führend, ja, und das ist schon richtig krass hinter Niklas Maxin, ja, der hat ja schon knapp 190 Punkte Rückstand, also dem Schilikowski, denke ich mal, ist die Meisterschaft schwer noch zu nehmen. Ja, ansonsten Patrick Preuße auf Position 3 hinter dem Lukas Gabler und dem Niklas Behrens. Und die weiteren Positionen könnt ihr dort entnehmen. Ja, Sergio, wie sieht es denn in der Amateurwertung aus? Da haben die Fahrer ja ein eigenes Wertungssystem, denn wir haben hier einmal Amateurfahrer und die Profahrer mit dabei. Und die Amateurfahrer, die werden ja einzeln gewertet, sage ich mal, außerhalb der Gesamtwertung. Und das sehen wir hier. Wir schalten da mal um. Ja, da müsste der Pikbrenner führen. Was für ein Zufall, genau. Klarer Meisterschaftsfavorit, auch wenn es da noch knapp ist, im Gegensatz zum Profeld. Pikbrenner auf 1 mit 702, dann Sebastian Fiedelack 638 und Jan-Philipp Bossmann komplettiert das Podium mit 539. 4 und 5 sind auch noch ziemlich eng zusammen. Goransson und Weiß. Wobei ich Weiß gerade nicht auf dem Server sehe. Ist noch nicht drauf, nee. Nee, aber ich sehe einige nicht auf dem Server. Also ich habe auch den zwei Platzierten in der Pro-Meisterschaft noch nicht gesehen. Den Niklas Maxin. Ist auch nicht drauf. Ist auch noch nicht drauf. Vielleicht kommt er noch ein bisschen nach. Das wissen wir nicht. Der Pikbrenner ist aber da und auch der Bossmann, der ist da aus der Amateurwertung. Naja, und auch der Fiedelack, der ist auch drauf. Da ist er auch drauf, genau. Wir haben aktuell im Training schon 22 Fahrzeuge. Zur Quali, die in einer guten Viertelstunde anfängt, glaube ich, ne? Oder am Viertel vor. Werden hoffentlich noch ein paar dazustoßen. In 10 Minuten fängt es Quali an. Genau, richtig. Und danke, Moos Magnum. Vielen Dank für dein. Moos Magnum. Für dein Sub, ja. Muchas gracias. Willkommen. Ui, und da fliegen schon die Autos. Ja, jetzt schalt doch mal rein da. Ja, rein in die Olga. Wer hat denn das gestern schon wieder die ganze Zeit gesagt? Wer hat ich habe keine Ahnung. Ach, der Gianni war das genau von Pure. Ja, da kleine Anekdote ja, dazu, was mir gerade einfällt. Ich habe gerade bei Gianni zugeguckt. Andere Leute meckern über unsere Wortwahl, die wir manchmal sagen bei Markus und mir, wenn wir mal ein Rennen, wenn es nicht so gut läuft, nenne ich es mal, ja. Dann guckt euch mal das VOD im letzten Rennen vom Start von Gianni an. Da waren Worte. Dafür gibt's auch schon mal Knast. Mehr sage ich dazu nicht. Danke. Können wir nicht mal mit dir.
Oh, Ecki, hoffe, er hat's gelöscht. Ja, ich hoffe nicht. Jetzt ist ja der Spaß weg. Richtig, so, hier haben wir noch einmal kurz das Strecken-Overlay. Der Roadkurs ist ziemlich kurz. Ja, wir haben Rundenzeiten von einer knappen Minute. Der Schilikowski momentan auf Platz 1 mit einer 57er Zeit. Und wir haben aktuell Streckentemperatur von 24 Grad. Und wir fahren in den Morning. In the morning, ja. Wir fahren praktisch in den Morgen rein. So, wir schalten mal um. Ja, aber für einen Auslaster kriegt man noch keinen Bann. Und danke, Moos Magnum, für deine Worte. Lesen wir natürlich immer gerne Komplimente. Gemeckert wird sowieso immer genug. Genau. So. Legendär. Ja, wen haben wir schon wieder auf 1? Natürlich. Den Meisterschaftsführenden. Also dem muss schon einiges passieren, damit das nochmal eng wird. Um Platz 2 ist dann aber hier alles noch offen. Da können 4 Leute Zweiter werden. Die sind dann innerhalb von 25 oder 30 Punkten alles. Da müssen wir dann mal schauen, wie sich die Rennen neu entwickeln. Ich habe mich nicht vorbereitet. Wie viele Rennen sind es noch? 2, oder? Ja. Okay. So, ja, wir können ja mal... Das ist ja auch korrekt. Ich meine, auch wenn man es nicht so meint, wenn man die nicht kennt, dann kommt es vielleicht ein bisschen anders rüber. Und im Endeffekt schon. Hat das ja dann relativiert. Nach dem Rennen hat er ja dann gemeint, ja, okay, war doch nicht so schlimm, wie er gedacht hat. Es sah wirklich so aus, als ob er richtig krass abgeschossen wurde. Und wenn man es Flügel anguckt, ja, dann hat er ein bisschen zu spät gebremst. Ja, okay. Da sind denn praktisch die Sicherungen durchgebrannt, ja? So, wir können ja mal ins Cockpit switchen und uns mal eine Runde hier auf dem Roadcourse mitnehmen lassen. Ja, bei deiner Geschwindigkeit, die du alleine hier fahren würdest, bist du clever, wenn du mitgenommen wirst. Wir müssen ja nochmal drauf eingehen, was war denn gestern los? Hast du falsch gefahren? Ja, hallo. Du bist mit TCR gefahren, oder was? Ja, hallo, ja. Ja, Scheiße, sorry. Ich hab den Schuhdeck geschlagen, das war ja schon für mich eine Genugtuung, ja? Ich hab den Schuhdeck geschlagen. Ja, Moment, nee. Ich rede jetzt nicht vom glorreichen Mercedes-Rennen nachher. Ich rede von Funny Monday. Ja, da ist auch. Ach so, das meinst du, das habe ich jetzt gerade verdrängt. Ja, das war halt, ich sag mal so, ich hatte Issues, ja. Ich war da so im Keil zwischen Peakbrenner und noch einem anderen. Und dann bin ich leider, ja, ich wollte zu viel, zu schnell und Rutschi-Dreher weg. Ah ja, gut, das andere ja, war mein aber andere war ich hab dann so in den letzten 2 Runden meine Pace gefunden, ja, und bin dann sogar noch auf der Outback oder was? ich war wirklich natürlich wieder das allerletzte im Feld, ja, ich habe alle vorbeilassen müssen und dann bin ich tatsächlich noch, ich glaube, auf P9 oder auf P10 vorgefahren, ja, und das war ja auch mein Top Ziel. Top 10 sogar noch, okay, ja, alles klar. Hier, Timo sagt, es gibt auch andere Camps, Onboard Camps, ist das korrekt oder ist das nicht auf der Strecke? Ja, wir haben dann noch diese schöne Cam. Ah, okay, alles klar. Schick schön. Oder wahlweise diese schöne Cam. Auch sehr geil. Wobei ich die am geilsten finde. Die finde ich besser, weil da sieht man auch noch das Display und den Gang drauf. Genau, und den Gaspedal. Und wie der arbeitet. Und wie arbeitet der ganz schön viel. Wer ist das? Ja, gut, Buschi. Der macht ja auch aus Spaß, nur am Lenkrad drehen, auch wenn es nicht drin. Habt ihr auch eine Cam im Auspuff Richtung Motor? Ja, aber die dürfen wir nicht zeigen, aus rechtlichen Gründen. Tut mir leid. Und Hallöchen an alle, die gerade reingekommen sind. Hi Andi, hi Alpha Dulli. Timo, warum fährst du nicht mit? Ach doch, bist ja drauf, alles klar. Er ist drauf, ja. Er braucht kein Training, meint er. Naja, klar. Irgendwann ist ja aber auch Training ist vorbei. Irgendwann kommt man nicht mehr besser werden. Ne? Irgendwann ist Limit erreicht. Gerade in deinem Alter, da kannst du ja, deine Auffassungsgabe ist ja irgendwann mal, ja, ab 18 Uhr kommt da nichts mehr. Nee. So, und kaum gesagt, schon ist er drauf. Ist er schon wieder auf der Strecke, ja. Und cuttet erstmal, ich glaube, so viel cutten kann man dann doch nicht auf der Strecke. Achtung! Buschi unterhält wieder den ganzen Chat. Wie viel der ist denn aktuell? 7. Ja, vielleicht sollte er weniger quatschen und mehr fahren.
Der Einzige, der kein Training braucht, ist Frithjof. Ja, der ist ja nicht drauf. Guten Abend, Herr Reichert. Warum quatscht der Sprecher wieder von euch so viel Müll, anstatt auf der Strecke zu trainieren, damit er auch mal, ja, an euch rankommt? So, Linus ist drauf, das freut mich. Adam Vulkovic auf 3 schon wieder. Ja, die alten Bekannten setzen sich langsam. Till ist noch ein bisschen unter ferner Liefen, würde ich sagen, mit Platz 11. Da geht noch ein bisschen mehr. Hier haben wir Jan-Philipp Bossmann, der Drittplatzierte aktuell in der Amateurwertung. Korrekt. Ey, ich bin jetzt schon auf fetten 3-1. Ja, aber deine Teamkollegen sind schon bei über 4. Da musst du langsam mal Gaspedal finden. 57,6, der fährt doch mit Quali-Sprit. Oh, der hat nochmal 13. gefunden. Nee, ich glaube, das ist jetzt, weil das Wetter besser wird. Wenn du jetzt rausfährst, dann bist du bestimmt auch schneller. Höchstwahrscheinlich, ja. So, hier haben wir Sebastian Fiedelack. Aktuell auf 10 nur. Was heißt nur? Er ist ja in der Amateurwertung. Der hat keinen Sprit mehr. Ist der so lang gefahren? Okay. Ja gut, aber er hat auch 13. Vorsprung. Das ist ja eine Welt momentan. Eine Welt, ja. Vor allem. Können ja nochmal jemand zeigen, den wir sonst nicht zeigen oder weniger. Schreibt doch mal zu Dirk Oxas, falls er fährt. Oder Rudi Knöpfe, genau. Genau, der fährt gerade nicht. Der steht gerade in der Box. Ja, nimmt gerade noch ein Kehlchen vor seinem. Ah, hier haben wir ja. Hier, Nils Bokay. Den Nils. Den haben wir. Welcher Platz ist der denn in der Gesamtwertung? Gucken wir mal, ob das geht. Boah, kann ich ja nur um Stunden an, bis ich jetzt hier wieder finde. Ich habe eindeutig zu viele Fenster offen, sehe ich gerade. Ja, die Ordnung kommt auch irgendwann nochmal bei dir. Nee, man darf einfach nicht so viele Fenster aufmachen. Ui, Klatschi! Ja, ui, könnt ihr mal den Ui-Counter weitermachen? Danke! Da Preuße weggedreht. So. Stefan Schlacher auch am Start. Ist hier nicht mit drin, der Brocade. Okay. Wo ist der denn hier? Ist der vielleicht noch gar nicht gefahren? Ja, dann hätte er 0 Punkte. War da nicht eine 2 im Namen von dem? Brocade? Nee, war nicht. Nein, ist doch Brocade, oder? Ach da, Brocade, da. Nils Brocade, alles klar. Ist im letzten Rennen das erste Mal gefahren. Deswegen ist er auch. Aber schön, dass er wieder dabei ist. So, der steht in der Box, der steht in der Box, der steht in der Box, der steht in der Box. Die stehen alle in der Box hier. Tatsächlich. So. Ja, geh nochmal zum Schlottmann. Was ist denn mit dem Schlottmann los? Was ist denn mit dem Schlottmann los? 14. Platz. Was ist das denn? Ja? Ein Platz vor Timo Reib. Das ist ja ernüchternd. So, wenn wir wieder auf den Chat eingehen. So. Ja, das sind auch Autisten ohne Leben. Oh, da fährt er weit rüber. Wie viel I-Rating ist man denn nicht mehr in der Amateurwertung? 5500. Ich glaube, hier war es ab 2,5 oder so. Genau. Oder ab 2. Ne, ich glaube 2,5 war es. Ne, 2,5. 5K5. Pro-Fahrer wäre ja lächerlich. 9K geht pro los. So sieht's aus. So haben wir es hier, ja. Wir haben ja Qualitätsmaßstäbe hier. Ja, die anderen kommen ja nicht mehr. Weißt du, wie der dich, Sprecher, ne? Ausgeekelt haben wir sie. So. Ab 2K? Fuck. Da haben wir es wieder mit der Vorbereitung. Ab 5K ist Pro-Am. Pro-Am. Also bin ich Pro-Am-Fahrer, Alter. Ich habe beides mit drin im Namen. Cool. Ich auch bald. IR über Zimmertemperatur bei Medina. Ey, ganz ehrlich. Also eins erwarte ich schon. Vom Teamkollegen, der muss schon, ja. Müssen wir zusammenhalten. Wenigstens dann für die Zeit. Noch sind wir ja nicht zusammen gefahren. Denkt dran, nachher die Bot zu löschen. Warum das denn? Wir haben noch nichts Schlimmes gesagt. Wir sind doch nicht Gianni. Echt? Also wirklich, ja? Wir quatschen hier nur mit Bedacht. So, da dreht sich der Erste direkt weg. Jan-Philipp Bossmann.
Ja, macht's gleich wie ein Boss. Drückt die Taste und fängt nochmal von vorne an. Ehre dem Ehre gebührt. Wir gehen natürlich auf den Schlikowski. Pros machen das so, die Wots zu löschen. Ja, klar, damit man nicht ihre Linie sehen kann. Mann! So, wir also Zolder will ich auf jeden Fall fahren. Über Interlagos zusätzlich können wir gerne reden. Ich habe gehört, Samstag ist wieder DGFX. Das heißt, es wird wohl nichts. Wenn dann spontan am Sonntag, da bin ich beim Fußball, aber danach, ja. Aber Sonntag hast du wahrscheinlich wieder auch keine Zeit, oder? Apropos Gianni, wurde der nicht von Max nass gemacht? Ey, aber ganz ehrlich, wenn das Rennen, ich muss nochmal drauf eingehen, wer dieses Rennen gesehen hat, der war ja dann echt angepisst, und dann hat er Vollgas gegeben. Aber richtig. Aber das sah er dann auch. Der ist, glaube ich, auch P2 gefahren, ne? Am Ende war der P2 und hätte in der letzten Runde noch die Möglichkeit auf 1, war ein guter Fight. Aber das ist unglaublich, Alter. Schon allein, wie der in der ersten Runde nach seinem Dreher drei Leute überholt, ohne Sinn und Verstand, einfach innen rein. Der wird schon die Tür auflassen, der Guten Abend, Marvin. Knaller. So, die ersten Zeiten dürfen gleich eintrudeln. Nee, diesmal ist Sonntag entspannt. Ja, dann. Beim Fußball, die wollen mich alle davon überzeugen, dass ich jetzt Trainer bin. Da gab's noch hier Modem. Ich hab versprochen, ich komme auf jeden Fall mal wieder zugucken. So ging mal das wieder. Mein ehemaliger Trainer ist da jetzt schon Trainer und der will mich als Co-Trainer haben. Aber ich bezweifle es. Aber zugucken, warum nicht? Namen Knevin. So. Eine 58,3 ist momentan Maßstab aller Dinge. Da geht noch einiges. Und wer hat sie gesetzt? Natürlich der Patrick. Oh, jetzt wurde aufgehalten. Ja. Die Runde ist nichts. So, nichts. Wo haben wir denn seinen Knebelvertrag? Ja, ja, das ist ja der Grund, ob wir da eine Lösung finden. Aber er lässt mir da freie Hand, hat er gesagt. Also ich muss da auch nicht immer auftauchen. Das Problem ist nur, es muss mir Spaß machen. Nichts im Leben mache ich einfach so. Das muss Spaß machen. Nebenbeschäftigung. Sergio Schüler werden immer gekickt. Ja, lustig ist, es eine Männermannschaft, die sind irgendwie alle 18. Sind letzter, du musst dir vorstellen. Denk dran. Null Punkte, du darfst, Alter. Du darfst nur bis 150 Euro dazu verdienen. Ich weiß nicht, ob ich da Geld kriegen würde, Alter. Man macht das auch Spaß im Leben. Es ist viel besser als Geld, muss man. Oh, da ist er weg. Wer war das? Vulkovic. Genau. So, Linus mit noch keiner Zeit. Er ist gerade unterwegs auf seiner schnellen Runde. Alles grün, na klar. Julian hat nur den abgelehnt, stimmt. Oh, der sieht gut aus. Da könnte er jetzt mal nach vorne gehen. Schwuppsdiwupps. 7. Nur Platz 7. Nee, das ist ein bisschen wenig. Sergio, dafür hast du keine Zeit. Du musst mir erstmal das Fahren beibringen. Ja, dafür musst du erstmal Zeit haben. Ja? So, der Till. Na, am Tino. Oh. Patrick schon wieder auf einer absoluten Bestzeit unterwegs. Nur lila Zeiten. Ja. Aber Till könnte sich verbessern. Ja gut, wenn er keine Zeit hat, verbessert man sich nun mal. So ist das im Leben. Behrens. So. Oh, Rudi Knöpfel auf 2. Und jetzt Stefan Schlacher auf 2. Jawohl. Oh, ganz knapp. Ganz knapp hinter dem Schilikowski. Aber der kommt ja jetzt mit seiner Zeit erst. Da so, ist sie. Till setzt sich auf 5. Jetzt ist es nicht mehr knapp. Jetzt ist wieder eine halbe Sekunde, ja. So, Dennis Pickbrenner. Hier zu sehen. Auch noch mit keiner Zeit. Die lassen sich alle noch ein bisschen feiern vorher. Ah, nicht, dass der jetzt nervös wird, weil er führt in der Meisterschaft. Doch, jetzt hat er Platz 12. Der war im Training gerade 3 oder 4. Also da muss eigentlich noch viel, viel mehr gehen. So, der Christopher Heimann, den gucken wir auch mal ran. Ich muss ja was zu trinken und bin ja wieder da. Ja. Der Patrick schon wieder auf Bestzeitkurs. Wahnsinn. So, was kann oder was fährt der Heimann? Alter Serge, beim nächsten Mal, wenn du aufstehst, einfach dein Mikro stumm schalten. Ach, stimmt ja. Ne, ich habe normalerweise Push-to-Talk. Das
So, würde ich ja, dafür mache ich ein kleines Gewinnspiel draus. Pass auf, ich trinke jetzt einen Schluck und wer mir sagt, was ich trinke, kriegt einen 5er Racing Dollar. Ja, ganz einfach rechnen. Warte, ich fange jetzt an. So, 5er Racing Dollar, wer mir in den Chat schreibt, was es ist. Darf ich auch einen Tipp abgeben? Aber gerne. Pflaumensaft. Nein. Käffchen, nein. Wasser, nein. Bier, nein. Also ich sag mal so, es muss schon genauer sein. 75 Milliliter Tomatensaft. Litschi-Schorle. Oh, da war Landliebe-Kakao. Nein. Fanta Exotic. Nein. Was trinkst du denn immer? Das hast du doch immer ständig. Achter Monat. Jawohl. Dankeschön. Ach, ja, muchas gracias für die Unterstützung und natürlich weiterhin viel Spaß, ja. Natursekt, Kamillentee, nein. Ja, siehst du, das ist einfach, man muss auf gut Deutsch sagen, das ist dann auch schon wieder schwach. Leitungswasser. Nee, Fanta Mango hatten wir schon, nein. Wurstwasser. Gerne mal. Das hätte ich mit so einem Genuss getrunken. Federweißer Gerwatz, also ist nicht schlecht, Alter, was hier alles kommt. Aber es war ja nicht mal annähernd bisher dran. Oh, da geht's jetzt los, Berliner Weiße. Da war der nächste, Pfanneneistee, das war schon näher dran. Hättest du aber natürlich den richtigen, also du musst schon genau sagen dann, wenn du schon Pfanner sagst, da gibt es ja 20 Sorten. Was ist denn jetzt, Alter, mit dem Sonnenlicht los? Aldi-Eistee, Lipton-Eistee, nee. So, ich löse auf, es weiß keiner, es ist Granini Pink Grapefruit. Ja, der Buschmann hat den Heiligenschein um sein Auto. Nicht nur er, ich glaube jeder. Aber Buschi ist auf 2. Till auf 3, ja. Ja, jetzt geht's los. Behrens nur auf 4, Kacklappen. Und der Christopher Emmer setzt sich auf 4, wunderbar. Ja, jawohl. So, wen haben wir denn noch hier? Komm schon, was? Hat's jemand geschrieben? Fanta Mango hast du geschrieben. Nee, nee, nee. Und Wasser, ja, das ist doch nicht annähernd dran. Wir haben hier die Erleuchtung. Till wirft doch eh weg. Ja, das kann natürlich gut sein. Alter, diese Sonne. Wahnsinn. Was ist da los? Alter. Hat da irgendeiner die Funkelmod installiert oder was? Ja? Es wird hier um den Heiligen Gral gefahren, scheinbar. iRacing Blink Blink Edition. Ist ja aber wirklich, oder? So, der Marco Juan, der Andreas Thiel und der Lukas Gehring haben noch Gold Account. Das ist geil. So, Preuße kommt erstmal nach vorn. 8:50, 1:02, wir haben noch 6 Minuten. Linus nur auf Platz, genau. 14. Reiten da, wo er hingehört, ganz nach hinten. Aber auch Kevin Sommer, was ist da los? Von ein paar Leuten bin ich hier gerade echt enttäuscht. Auch der Schlottmann. Der Schlottmann. Was ist da los? Linus, ja? Ich bitte dich, Herr von und zu. Das geht ja gar nicht. By the way, Max schon wieder vor Gianni in der Quali. Ach, die fahren schon wieder. Jetzt fährt er noch ein paar Rennen, bevor er geblockt wird. Bekommst du beim 5-Jahres-Abo und wenn du alle Strecken und Fahrzeuge hast? Hä? Also, da es über meinen Account läuft, bin ich jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Dann lass uns lieber Scheine runterschmeißen für 200, 300, oh, 500 Euro. Guck dir mal Kevin Sommer an, Modok. Jetzt steht es fest, ich bin zu doof für den Porsche. Erleuchtung ist auch eine Leuchtung, ne? Oder wie nennt man den? Helle Leuchte? Ja, auf jeden Fall habe ich gerade Müller erzählt. Naja. So, hier haben wir mal ein weites... Ein oh, das ist cool. Das weite das rund. Alter Schwede, das ist ja wie Micro Machines. Geil. Ja. Oder wie früher mit den ferngesteuerten Autos. Stehst irgendwo oben, Alter, und drückst die ganze Zeit die Taste. Wow. Einzig ist der erste Weg zur Besserung. Danke. Da war's doch. So.
So. Dann können wir noch ein bisschen Werbung machen hier, ganz kurz, Mittwoch. Obwohl, können wir gleich machen, bevor Start und Ziel. Dann können wir noch mal eingehen auf das, was jetzt in der nächsten Woche folgt. So, vorne hat sich jetzt nichts getan. Till ist auf 5. Nee, der war immer noch auf 5. Der Pickbrenner hat sich verbessert, auf 6. Damit hat er jetzt wieder die Pole im Amateurbereich. Wo ist der... der Fiedel lag nur auf 12. Aber der Knöpfel, der, ja, souveräner vierter Platz aktuell. Oh, wir starten schnell zum Preuße. Jetzt auf einer persönlichen Bestzeit unterwegs. So, da könnt ihr jetzt aufs Podium fahren. Der Sound von den Dingern ist sogar... Oh, da drückt er die Wand. Das war's. Issues, und da muss er direkt abstellen. Ja. Ah, bitter. Weil der Schilikowski eigene Welt immer noch auf der Strecke. Ja. Knöpfel ist schneller. Der Rudi. Preuße oder sogar noch den Behrens. Schauen wir. Er schwuppst auf. 8,53, nee, er hat sich nicht verbessert. Nee, nicht verbessert. Mal gucken, ob der Schlacher da sich jetzt verbessern kann. Stefan Schlacher ist auch. Auch nicht. Keine Verbesserung in letzter Zeit. Was ist mit Timo los? Oh, Timo, halt wie immer, ne? Ja, er fällt wieder abseits. Er dümpelt um die Strecke, würde ich mal sagen. Fünfer, dass Buschi sich T1 verbremst. So, nur gelbe Zeiten. Noch gelbe Zeiten. Die Karren sind überhaupt geil. Bin letzte Woche erstmals Porsche Cup gefahren, das macht richtig Laune. Ja, wenn man das kann, ist es auch richtig cool. Ich komme damit nur nicht klar, deswegen finde ich die Karre halt nicht so cool. Ne? Ganz einfach. Und ich finde die halt auch richtig schwer. Markus, hast du eigentlich das Rennen am Vormittag auf Monza gewonnen? Das erste Rennen habe ich gewonnen, das zweite Rennen bin ich P2 eingefahren. Ja, lächerlich, hat er sich von Yves schlagen lassen. Ja, und abends dann das letzte Monsterrennen musste ich natürlich nochmal mitnehmen um 11:45. Da bin ich auch auf P2 gefahren, ja. Also, so verkorkst wie anfangs die Woche war, habe ich dann jetzt doch 180 Iron Games Plus gemacht. Ja, und jetzt haben wir wieder 18 Wochen nicht auf der Strecke sind. Na, bis mal wieder Monza im TUI Cup dran ist oder so. Oder Nürburgring oder Imola. Also Nürburgring habe ich den nie gesehen. Das war ja vor kurzem. Ach nee, war ja genau in der gleichen Woche, alles klar. Genau. Schwer ja, aber nicht unmöglich. Wer einigermaßen sicher in einem GT3, GTE und den Kurs bringt, kann auch in den Cup lernen. Ja, bin ich wohl talentfrei, weil ich kann's nicht. Und ich würde behaupten, im GT3, den kriege ich um die Strecke. Aber den Cup... Timo mit alternativer Ideallinie. Den Cup, ja gut, ich kriege ihn um die Strecke, aber... Wenn ich im GT3 im vorderen Mittelfeld fahre, dann fahre ich im Porsche hier im hinteren Mittelfeld. Und das Problem ist, jede fünfte Runde verliere ich wahrscheinlich die Karre. So, Linus, jetzt aber. Dann musst du halt noch ein wenig lernen, ja. Aber irgendwann hast du keine Lust mehr zu lernen, wenn die Fortschritte nicht da sind. Als der damals rauskam, habe ich den 3 Monate lang nur gefahren. In einer Liga, im Official. Und nix, da kam nix. Das war einfach nur Kacker. Sergio ist der schlechteste 5600, den es gibt mit Abstand. Ja, das unterschreibe ich sofort. Also vielleicht nicht der allerschlechteste, weil bestimmt es jetzt welche gibt, die 5600 haben und seit 2 Jahren nicht mehr gefahren sind. Die schlage ich noch, aber was so auf der Strecke ist. Ich sag mal so, wenn ich mich irgendwo anmelde, ja, und ich sehe, Sergio Medina ist dabei, dann denke ich mir, ja, Alter, da habe ich eine Chance. Punktlieferant, ja. So, Preußer hat sich aber noch auf 2 gesetzt am Ende. Das haben wir verpasst. Da haben wir zu viel gequatscht wieder. Hat auf jeden Fall noch den Buschi überholt. So, Endstand. Schilikowski auf 1. Locker lässig 13. Vorsprung. Preußer auf 2. Buschi 3. Behrens 4. Knöpfel 5. In der Amateurwertung Pickbrenner vor Bossmann und Fiedelack. Jo, auch so.
So sieht's aus, Adam. Gestern hat deiner Quali überzeugt. Da habe ich selber blöd geguckt, als ich die Zeit gesehen habe. Oh ja. Alles oder nichts. Also wahrscheinlich nichts. Kann man bestimmen, aber wir wissen wahrscheinlich noch nicht wie. Ich bin nicht sonderlich talentiert. I-Rating bei 2K, aber den Porsche konnte ich nach 3 Tagen einigermaßen sicher um die Strecke bringen. Vielleicht will ich auch zu viel. Ich muss dazu sagen auch, ich bin den Porsche Cup damals mit anderen Pedalen gefahren. Vielleicht ist es jetzt mit einer Lowzelle einfacher. Aber damals war gefühlt, du siehst die Kurve in 600 Metern und musst anfangen zu bremsen, weil ansonsten kriegst du diese nicht. So, kommen wir zum Rennen. Heat 1, geht noch 15 Minuten, da ist der Start extrem wichtig. Ja, wir sind vorne mit dabei. Wir fahren beim... Wir sind vorne immer mit dabei, wir zwei. Das sowieso. So, es wird ein bisschen heikel wahrscheinlich in diese erste Kurve rein. Ja, gleich Motorschaden incoming. Stimmt, ich hatte vergessen, dass die Gas die ganze Zeit, also hier, wie heißt das, Gas verbrennen wollen. Ach so, hier wegen Sprit und sowas, genau. Ja, Pro-Tipp. Richtig. Maria, wir machen bald eine Anfängerserie, vielleicht bist du auch mal dabei. Ohne Lotse mag ich mir den Autos wie den Porsche gar nicht vorstellen. Ja gut, ich jetzt auch nicht mehr. Aber es geht, also war schon okay. War halt auch Unfähigkeit. So, los so. Geht's. Ampel auf grün. Start. Heute mit gutem Start und danach kommt er nicht. Er kommt nicht. Nee, da kommt der Behrens. Der Buschi. Haben sich dann doch eingereiht. Hinten gibt es einen Unfall. Fiedelack. Und da wird einer gedreht. Platz 6. Das war der Pickbrenner. Der Führer in der Amateurwertung. Ei, das ist ärgerlich. Und danach wird weiter gedreht. Reifen mit drin. Reifen mit. Aber wir bleiben erstmal hier vorne. So, Fiedelack auf dem letzten. Und Pinkman auf dem vorletzten Platz. So, vorne passiert auch noch was. Was ist mit dem Dings passiert? Mit dem Adam Vulkovic hat sich gedreht. Bus war auch. Nicht im Band. Ja, müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie viel Windschatten ist. Ja, vorne, der setzt sich schon ab. Ja, der hat der schon eine halbe Sekunde jetzt. Lowzelle ist, du hast mehr Gefühl an der Bremse, weil da so Druck ist. Also es ist nicht nach Weg, sondern du bremst nach Kraft. So. Und die billigen, sowas wie Trustmaster oder sowas, die haben halt nach Wegbremsen und nicht nach Kraft. Wir schauen uns ganz schnell mal den Startunfall an. Perfekt erklärt von Friedrich Hecker Racing. So, jetzt schauen wir mal, was da passiert ist. Da war kein Platz mehr. Und trotzdem hat es nicht geklappt. Ja. Oh, da wird er abgeschossen. Was ist mit dem Pikbrenner passiert? Der wurde gedreht oder hat sich gedreht? Ich hab's nicht genau gesehen. Wir haben ihn auch in die Mangel genommen. Ditchy wurde rausgedreht. Ja gut, aber das war jetzt... da den Schuldigen zu treffen, ist jetzt auch so eine Sache. Vorne die ersten vier sind immer noch alle gleich. Wir haben vorne nichts verpasst. Da gibt's den nächsten Dreher. Ah ne, das war der gleiche. Das ist dann Adam Vulkovic. Ja. Genau. Nee, das kommt noch. Der Unfall jetzt. Müsste jetzt irgendwo passieren. Da. Boah. Okay. Also hier war einiges los. Die Gemüter sind wahrscheinlich erhitzt. Ja, ich bin auch dafür, dass der Sergio nach dem Rennen mal ein paar Runden im Porsche dreht. Ist diese Woche auf dem Nürburgring. So, Pikrenner wird schon überrundet. Eieieiei. Das ist für seine Wertung ganz, ganz schlecht. So, da wird wild geblinkt. Wer ist das? Der Bären. Nee. In der Saison ist doch Porsche Quali. Ich mag den Wagen auch nicht. So, die ersten drei kleben noch aneinander. Behrens verliert langsam den Anschluss auf Platz 4. Wer ist momentan führend in der Amateurwertung? Das müsste dann. Wir schauen mal, wo ist denn der erste? Das eigentlich sein. Wurde aber gerade überholt vom Bossmann, damit dürfte jetzt Bossmann führen. Hier im Bild. Und da gibt's einen Stupsi. Was war das denn? Gerade so abgefangen, ey. Warum ist denn der in die Kamera gefahren? Der hat wahrscheinlich nicht damit. Oh.
Laut GSR Homepage ja Sergios Lieblingsauto der Porsche. Nee, Marcel Z. Da kannst du gerne nochmal gucken, das stimmt nicht. Da habe ich mich schon drum gekümmert, der, wer den kleinen Lachi da reingepackt hat. So, Preuße ist noch im Windschatten. Oh, Dirk Oxas. Hat sich. Ja. War ich sogar gerade live drauf. Was ist da passiert? Ich würde mal behaupten, er hat sich gedreht. Genügt, wenn einer Stupsi sagt, bitte du nicht auch noch. Okay. Okay, er hat ihn weggeklatscht. Besser? Adam Vulkovic hat sich schon wieder gedreht. Viel besser, alles klar. Du stehst also eher auf die härtere Gangart, wissen wir Bescheid. Da freut sich dein Freund. Maria auch. Nee, ich glaube eher der Freund. Obwohl, wenn sie es mit so viel S und so viel E schreibt, dann gebe ich dir recht, dann freut sie sich dann natürlich auch. So, vorne der Schilikowski setzt sich ganz langsam ab. Ja, er war noch im Windschatten. Ja. Ich weiß halt nicht, ob die in einer Minute lang zu den hinten aufschließen. Wenn die aufschließen, könnte es nochmal lustig werden. Ja. Weil so ein Überholvorgang kann natürlich zu Problemen führen. Linus spät auf der Bremse. Momentan auf 9 liegen. Momentan der Pole-Sitter am zweiten Lauf wäre Kevin Sommer. Und der Fiedelack hat sich wieder nach vorn gearbeitet. Ist jetzt wieder führender in der Amateurwertung. So ein Huni wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Weil dann würde er wieder die Führung in der Amateurwertung übernehmen. So sieht's aus. Oh, Till spät auf der Bremse. Ja, und da, was macht Kevin? Pole will ich nicht machen, also mache ich jetzt erstmal einen Unfall. Und bin erstmal weg von der Pole. Wir können mal gucken, was da passiert ist. Wenn wir denn was sehen. Nee, das ist der Till. Oh, ich habe mich verklickt. Da wollten wir hin. Welcome to my house. Fliming! 8. Monat! Vielen, vielen, vielen Dank. Da ist ihm der Asphalt ausgegangen, würde ich mal behaupten. Und am Ende gab es dann noch den Dreher wahrscheinlich. Vielen, vielen Dank, Fliming. Danke für die Unterstützung. Der Reifen ist im Zweikampf. Natürlich viel Spaß hier weiterhin. Es ist auffällig, wenn eine Strecke einen Ovalanteil hat, fährt Buschi vorn mit. Ah, ist halt so ein Oval. Okay, aber jetzt mal nichts dem Buschi Unrecht tun. Der fährt irgendwie immer vorne mit. So, Kevin Sommer dreht sich nochmal. Gucken wir jetzt nicht mehr. Ja, und hier! Timo! Ist er weg, ja? Ja. So, damit wird Timo weiter durchgereicht. Hier sehen wir es nochmal. Alter, was macht denn der Timo für eine Kacke? Wäre ich auch mal für den gefahren. Bin die Strecke noch nie gefahren, aber so rein vom Angucken, was für ein Kack-Track. Also Mazda ist der ganz cool, muss ich sagen. Aber jetzt so mit dem Wagen, also jetzt vor allen Dingen, die Kurve, die jetzt kommt, da musst du jetzt gefühlt auf Start und Ziel anfangen zu bremsen, damit du diesen ganz kleinen Linksknick kriegst. Jetzt, wahrscheinlich musst du jetzt hier anfangen vom Gas zu gehen und dann jetzt hier, die ganze Zeit, das ist doch nur Arbeiten hier. Das ist genickt so eine Kackkurve in dem Porsche. Die Kurve sieht so aus, als würde sie niemals enden. Das ist ja die Kurve, die niemals endet. Die tauchen wir um, auf jeden Fall. Oh, da blendet die Sonne. Geil. So viel zum Thema, er braucht kein Training. Ja gut, das ist ja immer die Frage, was du erreichen willst. Also für Top 20 braucht er kein Training. Wie viele Leute fahren mit? 20. 20.
Oh, jetzt hängt er aber dran. Und jetzt setzt er den Angriff. Wir haben noch 6 Minuten. So, Bushi setzt sich auf. Nee. Nix. Ja, auf jeden Fall ist vorne weg. Filikowski ist weg. So viel steht jetzt schon fest. Wenn der Seifert dem Kehrt zuschauen würde, nicht viel. Nicht so pumpen. Verschiedene Linien. Ja. So, der Fiedelack fährt langsam nach vorne. Und Till, ja, haben wir es gerade gesagt. Und schon ist es passiert. Hat sich wahrscheinlich nach innen weggedreht, nehme ich an. Über den Curb. Oder hat er den Slapstick Oversteer gehabt? Ist ein neues Liebling. Einfach nur nach innen. Oh! Der wollte doch die Kurve und knallt dadurch dann hinten in die Wand. Ja, verliert 2-3 Plätze. Er wollte die Pole sicher an. Den zweiten Lauf. Der war der Kerl. 10. Brauchen noch 2 Plätze. Momentan. Oh! Wenn der Fiedelack da bleibt, das wäre Weltklasse für ihn. Dann kann er nämlich im zweiten Rennen auch. So ein Vorsprung, dass der Pikbrenner den nicht kriegen wird, weil Pikbrenner wird in diesem Rennen ziemlich sicher letzter. Also der ist jetzt 19. Kevin Sommer fährt nicht mehr. Serge, nur weil das immer dein Ziel ist. Ganz schön große Worte. Also der Haupi, der sagt, glaube ich, innerhalb von 3 Monaten ist der 3 Monate, 3000 Everything, muss schon sein, ne? Der Seifi lebt gern auf Pump. Ich glaube, der Kevin, der ist jetzt nicht so begeistert von dieser Strecke. Nicht wirklich. So, oh, der Pikbrenner. Der Pikbrenner, entschuldige bitte. Ah, so, was ist hier passiert? Moin, okay. André. Der ist ja eh schon unter ferner Liefen momentan. Hallöchen, Herr Dünnbier. Ui. Dann nimmt er die Wand mit und dann macht er noch einen Motorschaden und sagt sich, was für eine Kacklauf, ja? So, der Dirk Oxer ist auch in der Box. So Auto so machen, ich mache so, aber. Auto sieht jetzt nicht mehr so gut aus, das stimmt. Ja, und jetzt kommt wieder dein Lieblingsrohr. Da hat er mal Glück gehabt, dass er da nicht hinten noch reingerauscht ist. Weißt du was? Wir reden ja nur von dir, von mir. Naja, wir können das ja mal drehen, ich meine. Weiß ich auch, warum du nicht mit mir auf die Strecke bist. Schon ein bisschen lidiert, würde ich sagen. Ja, ist doch leicht. So, und Fiedelack hat 1,2 Vorsprung. Das sieht richtig gut aus. So, bei Till gibt es noch einen Dreikampf mit Brokeit. Norweg und Technau. Haben wir hier im Bild? Das muss so, das ist aerodynamisches Individualtuning. Haupi mit seinen sensiblen Füßchen will ich mal im GT3 Cup erleben. Ich will ihn mal überhaupt erleben. So, wir haben noch 3 Minuten. Das erste Rennen neigt sich dem Ende. Tschidikowski. Mit Vorsprung, dass die anderen nicht mehr im Windschatten sind, ist durchreichend. Und der Preuß hat jetzt auch eine Sekunde zwischen sich und Buschi gelegt. Also momentan vorne keine Zweikämpfe. Behrens auf 4, Knöpfe 5. So, Linus kommt. Aktueller Pole-Sitter ist Fiedelack. Hier geht es um Platz 10. Da geht er innen rein. Till kann sich nicht wirklich wehren. Nee. Oder geschafft? Nee. Was, damit kommt neuer 10. Linus und Till geht auf 5. Felix soll Witz zu was zu lachen haben oder zum Weinen haben. Eins kannst du dir aussuchen. Oh, der Weiner ziemlich langsam. Wer war das? Ach, der Juan, okay. Ja. Der lässt die Leute vorbei. Jetzt weiß ich, was der da macht.
Zum Lachen hatte ich eben genug im Johnny-Stream. Wie sie aber auch alle dort nichts reinschreiben, ja? Da, im Endeffekt waren sie alle drüben und keiner hat was geschrieben. Echt schade. Und Klatschi! Was machen die beiden denn? Alter! Ja, da hat den Teil wieder vorbeigelassen. Alter! GSR Psyx! Ja? Dankeschön, dritter Monat. Dritter Monat, grüne Tafel. Da muss ich ehrlich sagen, GSR Psyx! Da weiß ich jetzt gerade nicht, wer das ist. Ich bin auch gerade überlegen gewesen. Nee, tatsächlich nicht. Oute dich mal, okay, ja? Okay, oh, den Reifen gehabt. Schieß, Alter. Wer heißt denn hier so? Wer heißt denn hier? Schieß. Oh. Was ist mit dem Schilkowski los? Kleiner Tipp, Profa. Das ist das geilste Gefühl, was du jemals hattest. Gut, dann können es ja nicht mehr so viele sein. Buschi fährt, Preuße fährt, Behrens fährt, Adam fährt, also kann es doch nur der Straub sein. Hat der seinen Namen geändert? Der Patrick hat wohl Issues gehabt. Die beiden sind wieder dran. Oh, ja gut, aber es ist ja jetzt nur noch eine Runde, also da wird es jetzt trotzdem nichts geben. Du bist ein richtiger Fuchs, Sergio. Du hieß doch vor kurzem nicht GSR Psyx. Das riecht er so. Übelster Fuchs. Ohne GSR halt. Ja, okay, das lasse ich gelten. Ischen ist das Plural einer Ische. So, greift jetzt der Preuße nochmal an. Schießt er ihn einfach mal raus für die Meisterschaft. So, Brocade ist raus. Der musste tauen anscheinend. Der war auf... Damit ist der Bossmann jetzt auf Pole. Im zweiten Rennen. Ja, wird nichts mehr passieren. Wir gucken ganz schnell, was mit Linus ist. Boah! Glatt und dann mach so Auto so machen, ich machen so, aber. Ja, das war Brocade, glaube ich, der da noch geflogen ist. Hat man noch gesehen? Voll. Richtig krumm. Guck mal, der kann. Der fährt auch noch, der Wagen. Der ist doch noch. Der läuft so. Dudu, der macht das schon. Hier, guck mal. Versteiftes Cockpit, ja? Er fährt auf drei Rädern. Nur eine Fleischwunde. Der humpelt ja wie mit meinem selbst erstellten Setup. Ja, von wegen der Ford kann keine Curbs schlucken. Kann der doch auch nicht. Er hat aber eine Pirouette. Ich glaube, irgendwann muss er ja gedrückt haben. Ah, jetzt drückt er. Alles klar, dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Der Wackel-Porsche für den Dackel. So, kommen wir zu den Ergebnissen. Schilikowski gewinnt das Rennen. Mal wieder. Vor Preuße, dann Buschmann, Behrens und Knöpfel. In Amateurwertung gewinnt Fiedelack vor Bossmann und Juan oder Juan. Vierter der Pickbrenner. Der hat wenigstens noch zwei Leute gecashed. Ne, einen hat er gecashed. So, das heißt, für das zweite Rennen haben wir auf Pol jetzt den Bossmann vor Sammeldo und Fiedelack. Bossmann und Fiedelack sind Amateurwertung. Die werden natürlich einen riesen Vorsprung haben vor Pickbrenner. Das könnte jetzt echt nochmal spannend werden in der Meisterschaft dadurch. Der Fiedelack hat auf jeden Fall den. Wie viel Rückstand hatte der? 80 Punkte. Ja, genau. Der hat die Hälfte ungefähr gut gemacht. Das heißt, er ist jetzt dran auf 20, 30 Punkte. Da ist jetzt wieder alles möglich. Es wird auf jeden Fall spannend. Der Pickbrenner hofft auf einen Knalli. Aber ich dachte, er hat's gefangen und wollte diven. Problem ist, sobald wir im Warm-Up sind, kannst du die alten Unfälle nicht mehr zeigen, oder? Nein, das geht nicht mehr, nein, weil es praktisch eine neue Session ist. Und du bist damit aus den Top 12 gefallen? Jo, damit bist du 16 da. Also, ich sag mal nach Adam Riese, scheiße. Von Pol auf, ja. Wie man innerhalb von einer halben Kurve alles verhunzen kann, den ganzen Abend, einfach nur verhunzt. Ja, fährt er dann eine Viertelstunde auf Position 12, ja, damit er dann auf Pol fährt im zweiten Rennen und dann so
So, wer hat jetzt gute Chancen im zweiten Rennen? Wen würde ich sagen? Till halte ich. Obwohl, Till. Nee, ich sag, ja, Schlottmann oder Schlacher. Ja, da bin ich jetzt so, je nachdem, wie die den Start jetzt gleich fahren, da könnte was gehen. Ich kann mich noch an Schlacher am Montag erinnern, nicht am Montag, wann sind wir das gefahren hier? Am Freitag. Im, na, wie ist das Ding, was wir da gefahren sind, der, diesen Skippy. Da war der nicht schlechter, als er dann vorne war. Der konnte sein Tempo fahren. Hat er Pace, ne? Hat er Pace, ja. Schlacher, auch absolute Legende im Ford. Tatsächlich ja, haben wir ja sogar übertragen. Ich kündige es schon mal an, ja. Erste Runde, alles oder nichts. Ja, warte, Linus, du, warte mal. Du startest zwei, also zwei vor dir Schillikowski, weißt du Bescheid, ne? Alter Schwede, alle tot hier. Spoiler, ja. Wird nichts. Und selbst im Warm-up, wer wird uns angezeigt, wer hat einen Unfall gebaut? Timo, natürlich. Timo Reib. The one and only Timo Reipen. Ja, ich muss ihn nochmal, ja, mit Nachdruck. Ja, wir haben es ja so als kleines Team zusammengefunden. Ja, für Januar, Februar 2020, Daytona 24 Stunden. Nee, Digga, ist es dein Ernst? Ist es dein scheiß Ernst? Du dummes... Unter anderem mein Teamkollege... Kind. Timo Reipen. Ja gut, aber in einem 24er ist seine Erfolgs... wie nennt man das? Erfolgsbilanz... recht gut eigentlich, ne? Recht gut ist falscher Ausdruck. Das ist ja Pure Bilanz, was er da hat. Ich glaube, ohne Witz, er ist, glaube ich, 6 Rennen in Endurance gefahren oder 5. Und ich glaube, der hat schon 2 oder 3 Siege und 4-mal Podium. Also, ja. Da können sich ganz andere Leute in der Scheibe abschneiden. Ja, mal was Neues, ja. Nicht immer nur... Ja, DP wird gefahren. 24 ja, Stunden. Den Wagen, den du ja great machen wolltest. Und wovon hab ich immer ich noch doch gemacht. Du hast da gar nichts gemacht. Ja, selbst The Greatest One fährt nicht mehr den Wagen. Also, tatsächlich sagt ja schon nicht alles. Mehr. Nee. Einfach mal bei 1000 km/h ein SOF anmelden und das hilft. Ja und? Gewinnen musst du trotzdem erstmal. Ja, das ist es, richtig. Zeig mal Leute, die fahren und nicht die Statistik, wie das Wetter ist. Krieg ich die Krise, wenn ich da den Bildschirm sehe. Vielen Dank. Okay, das ging ja auch. Hauptsache ich sehe das andere nicht. Was haben wir für ein SOF? 2,9 trotzdem noch. Wow. Na, Till? Ah, das sind die großen Fahrer, siehst du? Die noch mittendrin ein bisschen Zeit haben, ein bisschen zu smalltalken. Ja? So sieht's aus. Viel Glück, Till. Hoffe nicht, dass du in 3 Minuten wieder schreiben kannst. Ist das SOF als Pro gelöst? Wir sehen uns nach Runde 1. Wo ist er denn noch? 16, ja, hat mir ja gesagt. Ja. Ist halt die Frage. Geh mal auf Linus. Ich meine, mit Ansage, dann könnte man auch von der Strafe reden, ne? Vorsätzlich. Vorsätzlich, genau. Ja, wir haben die Worte, haben wir gerade, wir haben das schon abgespeichert, was er geschrieben hat und schicken, Protest geht da raus. Klein, aber fein das Feld. Wir schauen mal, was dem Schillikowski, ob dem was passiert. So, wir bleiben beim Linus. Wir fahren mal hinten mit. Boah, da kommt er super weg. Boah, was ein Start. Da ist er fast schon beim Schillikowski. Links vorne sehen wir Schillikowski. Da kommt er. Boah, da fährt er über den Grat. Er attackiert sogar Schillikowski. Guck dir an da. Ja, da berührt er Schillikowski und der ist vorbei. Und er ist vorbei. Wartet. Ah, jetzt hat er die schlechtere Linie, aber gleich kommt er. Der muss er Platz lassen. Sagt er, nee, macht er nicht. Jetzt ist er in. Jetzt ist er in, jetzt hat er die bessere Linie als der Schillikowski.
Schilikowski. Ah, jetzt wird er aufgehalten. Schilikowski durfte vorbeifahren, noch ist er daneben. Aber jetzt kommen wir halt zur Linksgruppe. Er konnte aber schneller raus. Ja, aber der kann jetzt auch nicht vorbeifahren. Oh, der Schilikowski! Oh, mit oh zwei! Mit oh, und kann auch noch mal zwei. Wahnsinn, Alter, geschluckt hat er den hin. Jetzt haben wir vorne ganz stark geguckt. Vorne Bossmann führt vor Fiedelack. Genau, also hier im Bild. Führung. Alter, was für ein Rennen. So, jetzt will er sich den nächsten direkt kriegen. Wo, hinter wen ist denn der gerade, der Linus? Hinter Behrens. Samedo. Nee, hinter Behrens. Behrens hat er schon geschnupft. Nee, Linus ist hinter Behrens. Ach, Linus meinst du? Ich bin jetzt gerade vom Schilikowski ausgegangen. Ach so, nee. Schon auf 8 vor. Oh, jetzt macht er wieder so eine späte Bremse. Boah. So, und der Kerl, ja, jetzt kann der Behrens den Schilikowski an. Und dann dreht sich einer weg. Doch nicht. Boah, hier, Führung vor White. Kurzzeitig war es vor White. Wahnsinn, der Till. Und dahinter der Schilikowski. Jetzt wird's eng davon. Jetzt wird's eng. Ja. Ah, jetzt wollen sie alle vom Spiel. Oh, dann wird's. Und dreht er sich weg. Und dann wird's warten. Aber im Endeffekt, er ist der Vierte. Also, der Schilikowski, egal was passiert, er ist immer von Vorteil meistens. Ja. Ich glaube, diesmal warst du mit deinem Untertreter. Till geht! Sag mal, tschüss, Till! Nee! Oh! Boah! Das waren übrigens versteckte Uis, ja? Nur mal so. Glatt und so. Linus bleibt Behrens an. Behrens an. Und dahinter ist Preuße schon. Ufer. Dann hat die geschnupft. Wahnsinn. Wer hat es wieder am besten gemacht? Man muss es wieder sagen, ganz ehrlich. Ehre mit Ehre gebührt, Schilikowski, Alter. Vielleicht hat er den Till auch berührt, dann war das natürlich ein Scheißmanöver, aber ansonsten, wie der da vorbeigerastet mit Linus, Wahnsinn, die beiden. Ja? Also, ja. Ist natürlich auch kacke für Till, muss man jetzt dazu sagen, weil er war mit dabei diesmal. Ich meine, haben wir das im Bild? Kannst du mal kurz auf Till gehen? Behrens hat ihn berührt, das war gar nicht Schilikowski. Nee, Behrens. Nee, das war der Wendern davor, fällt mir gerade auf. Nee, davor haben wir es nicht. Er hat auch die Vorkurve davor hat er schon gewackelt. So, Till ist erstmal raus. Schilikowski schnappt sich Buschi. Ah, ja, doch nicht mit Buschi. Boah, da vorne war... Oh, da geht er weiter, Buschi, aber er macht die Tür wieder zu. Und von hinten kommen sie wieder näher. Linus und... Linus ist wieder am Start. Und Preuße. Opferlamm wird es geben. Oh, da vorne. Oh, jetzt hat er die bessere Linie. Schlottmann. Jawohl, er macht direkt die Tür zu der Behrens. Ah, das ist... Wahnsinn, hat ja auch schon einen geopfert gestern. Oh, da schon wieder eine Stupsi. Euer Kerl, heute nicht der Tag der offenen Tür. Nee, sieht nicht so aus. Problem ist nur, die fahren jetzt auf die anderen zwei. Die tun mir jetzt irgendwie leid, auf Schlottmann und Bossmann. Oh! Oh! Ist das Spiel auf der Bremse! Boah! Die wollen jetzt alle gleichzeitig vorbei. Beide! Was ist das für ein krasser Schlag? Hat er den beide geknackt? Halt dagegen jetzt, Frank! Halt dagegen, jawohl! Und jetzt wird der Schilikowski am wenigsten ein bisschen aufgehalten. Das ist ein Rennen hier! Und da geht er zu weit! Buschi hat zu viel gewollt, verliert die einfach 5 Plätze. Ah, und Linus sogar auch mit vorbeigeschnupft. Der lockere, lässige, der weiß, wie man einsetzen muss. Es ist wieder Schilikowski. Vorne immer noch Fiedelack vor Heimann jetzt. Fiedelack auch ein Schnupf. Oh, da geht er weg! Da geht er weg, der Frank! So, hey! Damit freie Fahrt für Patrick. Ja, dem Druck nicht standgehalten. Wir können auch ein T-Shirt drucken. Freie Fahrt für Schilikowski. Drehen sich alle vor ihm weg. So, Linus greift jetzt den, wen haben wir denn da hier? Den, so, Heimann Bossmann mit, an. Heimann an Fiedelack vorbei. Oh, Linus geht zu weit. So, Niklas Behrens könnte davon profitieren. Linus gegen Behrens. Oder? Behrens kriegt einen kleinen Kick. Ja, so ein Sidefall-Kick. Oh. So, und Schlottmann ist wieder da.
Lang lebe Schlottmann. Ui. Da war übrigens wieder ein Ui. Und Buschi ist wieder da. Alle, jetzt haben sie sich wieder zusammengerafft. Also eigentlich geht es hier nur um Platz 2. Wir müssen jetzt sagen, die Meisterschaft ist entschieden. Man muss schon mal der Tatsache ins Auge sprechen. Der Schildikowski ist weg. Der könnte sogar heute Meister werden. Ich gucke mal nach, wie viel Vorsprung er braucht. Hatte 100. Ist auch schon wieder da. Ja. Also wenn es so bleibt, Digga, dann ist er schon Meister. Ernst? Ist es dein Scheiß ernst? Du dummes. Wissen alle so bescheiden. So, hier staut sich das. Bossmann hat eine krumme Karre schon. Ach, leicht lediert. So, Timo ist auch schon wieder raus. Ging mal ganz schnell. Haben wir wieder verpasst. Oh, Marc, diesmal wurde er getroffen anscheinend. Oh, da ist er raus. So, jetzt haben die anderen freie Fahrt. Jetzt müssen wir gucken. Hat er aber alle Buschi vorbeigelassen. Ja, ja. Buschi will. Buschi ist heiß. Oh, da rutscht einer. Oh. Das war Bossmann. Aber bleib wie ein Boss im Stehen, du. Ja, das war die innere Innenlinie. Und Pinkbrenner arbeitet sich nach vorne jetzt schon auf 11. Was passiert? Und auf 3 in der Amateurwertung. Das Feld führt an Heimann. Ja. Und absolute Bestzeit für Patrick Schildikowski. Wir haben gerade mal 7 Minuten. Das sieht eher wieder nach Rennsieg aus. Weil die bekriegen sich hier dahinter. Das haben wir nämlich im Bild hier. Buschi und Linus und Preuße und Behrens und Schlotti und hast du nicht gesehen. Der ist, glaube ich, Meister durch den Sieg schon. Nein. Durch den Sieg ist er noch nicht Meister. Weil noch sind ja 300 Punkte zu vergeben. Wow! Oh, da wird er weggedreht. GSR, alle GSR hauen sich da raus. Ja, das war Preuße, hat den Buschi gedreht und Behrens ist dann reingefahren. Glatt und dann macht so Auto so jetzt, machen, ich mache so, aber. So, die GSR-Leute müssen einfach mal lernen, wenn sie Leute rausschmeißen, dann sollten sie sich die eigenen sein. Wir schauen nochmal. Nee, pass auf, ich sag, Preuß ist nicht schuld. Ich sag, der Behrens ist dem Preuß reingefahren, ohne den Unfall zu kennen. Mal gucken. Nee, der Preuße. Wo wollte der Preuß hin? Ja, wo wollte er denn hin? Nimm alles zurück. Ja, wo wollte er hin? Ja, ich wusste ja nicht, dass da eine Kurve kommt. Man weiß es nicht. Der Schildikowski übrigens wieder mit einer absoluten Bestzeit im Rennen. 58-0. Einfach so, mal eine Sekunde schneller als der Erste. Jetzt haben sie den Bossmann schon wieder vor sich. Ja, der Bossmann ist wieder der Boss, du. Aber das Gute, der Behrens ist jetzt vorne, ne? Ja, richtig. So, wo ist denn der Preuße? Der Preuße ist auf 14 und der Buschi auf 13 nur noch. Ey, das ist ja hier... Wahnsinn. Das war ein ganz sanfter Schubsi. Der Start, der war echt. Da kommt der Pikbrenner schon. Ja, so sieht's aus. Der Pikbrenner, der will. Der ist heiß. So. Und Adam will vorbei und schnupft sich beide. Three wide. Boah. Da muss der Pikbrenner nochmal in die Eisen gehen, um den einen nicht reinzufahren. Lächerlich, die Karre. Kevin kriegt die Krise mit der Karre. Wieder ich hab dir gesagt, dass die Karre scheiße ist. Auf mich will ja nie jemand hören. Die Karre ist geil, wenn man die in der Vitrine zu stehen hat, in Miniatur. Die ist geil, wenn man die als Investitionsanlage in der Garage zu stehen hat. Aber sie ist nicht geil, wenn man am Sonntag ein Rennen fahren muss. Nein. Punkt. So, der Behrens will am Bossmann vorbei. Und Preuß ist schon wieder einen Unfall gemacht. Wir bleiben kurz hier auf dem Zweikampf. Oh, der Preuß hat noch einen Platz verloren. Hier geht es um Platz 5. Und das sticht. Ne, er kommt uns rutschen. Oh. So, und von hinten kommt Schlottmann. Ja, da kommt er aber am liebsten. Von hinten. Wir gucken ganz schnell, aber was Preuße passiert ist. Alter, Issues. Issues für Preuße.
Dirk Oxas ist vor ihm. Wahrscheinlich wieder zu spät auf der Bremse. Wie nein, eben auch schon. Das war da warst du einmal. Nein. Der Preuße, also ich bin mir doch sicher, der Preuße hat auf jeden Fall Bremsplattische. Ja, der bremst wahrscheinlich mit Thrustmaster. So. Jetzt kommt der Angriff. Jetzt müsste er ihn haben. Und Behrens geht vorbei. Und dahinter denkt sich Frank, naja, was der Behrens kann, das kann ich schon lange. Also werde ich mich ja jetzt innen reindrücken. So, ich hau mich mal aufs Ohr nach. Leute, 20.37 Uhr, wann musst du aufstehen? Bist du Bäcker oder was? Nur weil du keinen Bock mehr hast auf unseren Zug, kannst du einfach sagen, dass du gehst. Echt? Ja, wir verurteilen keinen dadurch. Um 4? Ja, und dann steht, weißt du, und dann um 20.38 Uhr geht's ins Bett? Wow! Und der Fiedlack ist weit draußen, was ist da passiert? Ja, warum denn nicht? Als Bäcker muss man früh raus. Schönen Abend noch, Herr Reichert. Oh, schade. Erst wieder, wenn Fanatec das neue Porsche-Wheel endlich rausbringt. Jo, damit, aber vielen Dank, müsste immer noch Erste sein, jo. Aber das ist schon Pickbrenner. Der Pickbrenner ist jetzt dran, ne? Gleich am Bossmann. Ja, okay, aber der Fiedelack hat 10 Sekunden Vorsprung, also es müsste eigentlich reichen für ihn. Soll froh sein, dass er schlafen kann. Ich muss gleich zur Schaffe. Ja, gut. Zur Schaffe. Mir hilft es noch zur Arbeit, aber. Aber der Bossmann hält sich, muss man sagen. Ja. Übrigens, coole Farbe, Adam. Ja. Ist zwar wahrscheinlich nicht gewollt, aber sieht aus wie die spanische Fahne. Ich glaube nicht, dass es so annähernd gewollt war. Ah, ich frage mich eher, warum er nicht auf Weiß-Rot genommen hat. Ja, das wäre dann eher die polnische Fahne. Wollte aber nicht mehr. Vielleicht will er ja Spanier werden. Ja. Man weiß es nicht. Oh, Brokat ist aus der Strecke. Ziemlich lange. Hat einen Platz verloren an Buschmann. So. So, wir gehen mal nach vorne, denn da bahnt sich jetzt gleich der Führungswechsel an. Die Huso-Kurve. Achso. Ja. Souverän den Start überlebt. Dann hat er zwei geile Manöver gemacht, der Patrick. Einen kleinen Stupsi vielleicht bei Till. Das haben wir nicht genau im Bild gesehen in der einen Kurve. Konnten wir nicht verfolgen. Aber großes Rennen. Und von hinten kommt keiner mehr. Also jetzt kann er sich hier Zeit lassen, bis er dann vorbeifährt. Und der Christopher Hellmann, das ist Teamkollege anscheinend von Nick Schulte-Wissermann und Fabio Verdrossen. Der hat denselben Skin. Warum startet ihr ohne mich? Guten Abend, Alter. Ja, wir haben alles versucht, aber du weißt doch, ne? Sponsoren und da kann man nichts machen. Ne? Da muss der Start halt erfolgen. Boah, wie so einfach, als ob der andere nicht Vollgas geben würde, sieht's dann so. Ja. Oder weniger Gas. So, geht der jetzt in rein? Wahnsinn. Also irgendwas mache ich da falsch. Vor allem, wie viel er ihn am Ende noch abnimmt von dieser Kurve. Ja, guck dir das mal an. Wahnsinn. So, immer noch der Zweikampf. Da ist einer weit gegangen. Frank Schlottmann ist weit gefahren. Aus die Außen. Oh, dreht sich was weg. Der dreht sich weg. Weil er über den Körb gefahren ist. Mann. Scheiße. Oh, da fällt er zurück. Nur noch auf 11. Kommt da, jetzt ist auf 12. Schlacher vorbei und der Knöppel auch noch. Und der Knöppel, ja. Damit ist er auf 13 zurückgefallen. Steck's nie drin, ne? Scheiße mit der Scheiße manchmal. Scheiße mit der Scheiße. So, jetzt darf Vulkovic es versuchen gegen Bossmann. Alle dürfen mal. Und hinten ist ja schon der Pilkbrenner. Heißt also, der Pilkbrenner fährt gleich auf 2 in der Amateurwertung. Oder beziehungsweise ist gleich im Zweikampf. Preuße hat wieder Issues. Preuße stellt ab. Damit haben wir noch 16 Leute, die fahren. Die Strecke kostet hat ihre Opfer. Ja, genau. Fiedelack ist gut dabei.
die Hälfte des Rennens. Fiedel lag, wenn er keinen Fehler macht, dürfte das Rennen gewinnen. Dann ist die Amateurwertung richtig spannend für den letzten Lauf. Dann sind die ungefähr gleich. Und nochmals, wenn Schilikowski hier vorne landet, dafür braucht er nicht mal gewinnen, dann ist er Meister. Ja, dann kann in dem letzten Rennen keiner mehr einholen, dann hat er über 200 Punkte Vorsprung, dann hätte er fast 300 Vorsprung oder 250. Kann man in zwei Rennen nicht mehr einholen. Für den Menzi gibt es nämlich nur 100 Punkte. Aber man muss auch sagen, hat er sich verdient. Also, überragend, was der für Manöver schon gemacht hat in dieser Rennserie. Ganz stark gefahren. Ja. Muss man einfach so sagen. Auch das Quäntchen Glück manchmal, dass er nicht gedreht wird oder die Karre ganz bleibt. Aber das gehört ja immer dazu, wenn du Meister werden willst. Oh, guck mal, Schilkowski hat nur 4,7. Ich dachte, er hätte mehr. Ja, vielleicht ist er ja ziemlich neu, das weiß ich gar nicht. Und fährt sich jetzt erst hoch, kann ja auch sein. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange der dabei ist. Auf jeden Fall fährt er für mich besser als 4,7. Sagen wir es mal so. Bei weitem besser. Da bin ich bei dir. Und Linus auch schon auf 4. Mal geprüft, 9 Jahre steht auf der Seite. Alles klar. Dann nehme ich alles, also, zu, was ich gerade erzählt habe. Seit kurzem dabei. Ja, was sind schon 9 Jahre, ja? Im Verhältnis, wie lange man lebt. Ja, der Altersdurchschnitt ist ja 70 bis 80 Jahre, da sind 9 Jahre halt wenig. Da hast du vollkommen. Juhu! Passi, Patte. Hallo, Patte! Ich suche dich auf der Strecke. Juhu! Bist du heute mit Thrustmaster-Pedalen gefahren? Oder hast du irgendwas gegen deine Teamkollegen? Ach, heute ist Porsche Cup? Nee, ich dachte, du hast hier so. Ui! Da ist er weg, der Bossmann! Mann, da dreht er sich raus! Schade. Also Pickbrenner den zweiten Platz. Meine Amateurwertung, das ist jetzt natürlich Katastrophe für Bossmann. Und Pickbrenner freut sich so. Wie viel hat Pickbrenner Rückstand? Jetzt sind 8 Sekunden. 9 Sekunden. Ja, das dürfte trotzdem nicht reichen. Auf Fiedelack. Nur darum geht's. Das ist jetzt hier kein sogenannter Zweikampf. Weil Pickbrenner fährt für die Amateurwertung. Klar gibt es noch Punkte in der Pro-Wertung, aber das ist nicht sein Ziel. Hinten haben wir noch einen Dreikampf, den Schlacher, Schlottmann und Knöpfel. So, und Adam hat einen Fehler gemacht, damit ist Pickbrenner jetzt vor ihm. Und so Pickbrenner ist jetzt vor auf 6. Jetzt hat er freie Fahrt, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel er pro Runde aufholt. Naja, den Cup schnell fahren ist 1, aber im Verkehr muss man schon geübt sein. Ja. Also ich finde es schon schnell fahren schwer, aber... mit den ganzen Windschatten und wann man da bremsen sollten muss. Weil das Problem ist, bei den anderen Autos kannst du im Endeffekt noch ein bisschen nachbremsen und dann geht's noch und lenken. Aber in dem Wagen, wenn du irgendwann mal merkst, oh, es war zu spät gebremst, dann fährst du dem anderen hinten drauf. So, Schlacher. Ei, ei. Nee, das ist Fiedelack. Schlacher war nur gerade off-track, deswegen hatte ich ganz gerade den Namen erwähnt. Du erklärst mir das mal in Ruhe. Kannst du gerne machen. Das Problem ist, ich werde nicht davon überzeugt sein, den Karren zu fahren. So, Linus geht vorbei. Fährst du eigentlich nächstes Jahr dann die Porsche-Quali mit dem Ding? Also versuchst du es? Boah. Nein, okay. Boah, das war eng. So. Ja. Nee, hau ab. So, damit Linus auf 3. Mal gucken, ob er noch zum Heimann kommt. Schilikowski vorne schon 3,5 Sekunden Vorsprung und Fiedelack hat 8,7 noch Vorsprung. Er verliert zwar ein bisschen auf Pickbrenner, aber nicht genug momentan. Wir haben noch 10 Minuten. Das sollte er eigentlich so retten. So, hinten haben wir einen Dreikampf. Schlottmann, Schlacher und Knöpfel. Schlottmann und Schlacher nebeneinander. Schlacher überholt ihn gerade und zieht vorbei. Ich glaube auch, dass der Schlottmann Schaden hat. Er könnte jetzt sogar kontern, der Außen-Innen-Manöver. Sieht sogar sehr gut aus. Boah. Das ist ein bisschen schnell.
Da meckert man über den... Oh, da hat doch einer gebremst. Da meckert man immer über den Netcode bei iRacing und das war jetzt mal guter Netcode. Also da ist er nämlich durch den Wagen gefahren, sah so aus. Knöpfel fährt ohne Motorhaube. Ja, überbewertet. Alles Gewichtsreduzierung. So, Buschi hängt hinter Adam und dem Pickbrenner. Jo. Oh, da geht einer weit, und zwar überrundet er. Boah. Da hat Buschi aber Glück gehabt. Dass er den Adam da nicht. Das war auch eine Scheißkurve da, die hört gar nicht mehr auf. Krass. Oh, Adam mit dem Rutschi. Oh, guck mal, der gibt jetzt aber wirklich alles. Stehende, nur noch stehende Reifen. Ja, irgendwann merkt man auch die Reifen. So, jetzt wird er wahrscheinlich... Sein? Ja, da ist er in, das müsste reichen. Wenn er sich nicht verbremst. Nö, sieht gut aus. So, damit macht jetzt der Buschi Jagd auf den Pickbrenner. Und wir können auch sagen, dass der Pickbrenner nicht genug gut macht. Er hat jetzt noch 8 Sekunden Rückstand auf Fiedelack, das wird nicht reichen. Außer, nein, wie gesagt, er macht einen Dreher. Und auch der Linus kommt nicht viel schneller ran an Heimann. Ich glaube, es waren vorhin 4,3 oder 4,4, jetzt sind es noch 4 Sekunden. Und aus dem Dreikampf ist aber ein Vierkampf geworden hinten. Oh, da geht er rein! Der Buschi verliert wieder den Platz. Also Brocade, Schlacher, Schlottmann und Knöpfel kämpfen um Platz 11. Hier im Bild. Da fährt der Schlacher vorbei. Bisschen Überschuss. Patrick Schilikowski mit der absolut schnellsten Runde. 57,9. Und da ist er weg. Raus. Da ist Brocade weg. Von hinten kommt auch keiner mehr. Die beiden behakeln sich jetzt hier auch wieder. Jetzt versucht das wieder. Zweiter Versuch. Er war ja schon vorbei. Nach dem vor dem Verbremser. Das müsste aber reichen, weil er innen ist. Und es reicht. Und der Behrens ist jetzt nach und nach rangekommen an Fiedelack. Was jetzt genau, aber nicht so schlimm ist. Hier im Bild.
Bushi jagt Pickbrenner. Wird wahrscheinlich noch vorbeigehen an ihm. Er ist halt schnell. Davon gehe ich auch aus. Habe Hunger bekommen, werde jetzt eine Salami essen. Wir haben noch 4 Minuten im Rennen. So, was kommt denn jetzt hier für eine... Ist das die Salami? Das ist wirklich die Salami. Ah, sowas habe ich auch immer in meinem Foto-Handy noch drin, ja, falls ich es mal wieder zeigen muss hier für meine Instagram-Story. Insta-Fashion. Ich muss jeden Tag zwei, drei Bilder. Ja, ne, so Fashion of the Day und den Salat fresse ich zum Frühstück, ja. Das wie ihn dir lieber ins Gesicht, Alter. Vor allen Dingen die Dressingsoße, wenn du so eine Scheiße quatscht. Dann muss ich noch 8-mal am Tag teilen, dass ich gerade in der Bibliothek bin, dass ich gerade irgendwie durch die Stadt laufe. Ja, dann habe ich vielleicht mal neue Haare, muss ich auch gleich posten. Zwischendurch habe ich mir eine neue Tasche gekauft, auch da muss ein Bild von gemacht werden, natürlich. Ja. Nee, was heißt gekauft? Die wurde mir gekauft, wieder von den Leuten, das ist das Wichtige. Ja, richtig. Schneiden nicht bitte, echt? Warst du heute auch bei Kaufland? Was? Hat Kaufland Taschen? Oder meinst du Tragetüte? Hallo Mike. Na, Mike. So, Behrens ist am Fiedelack dran und Buschmann am Pickbrenner. Das, ja, mal gucken. Und Schlacher am Bossmann. Genau. Dreimal Amateur gegen Pro, so gesehen. Linus kommt immer näher ran an Heimann, aber das wird nicht mehr reichen. 3 Sekunden noch und 2 Minuten. Wird nichts. Immer vorausgesetzt, die drehen sich natürlich nicht weg. Was man ja auf der Strecke, wie man gesehen hat, nie mit letzter Sicherheit. Oh, da dreht sich einer weg. Der hat sich da weggedreht. Oh, Sebastian Fiedelack. Kommt der Pickbrenner jetzt noch? Da, ich höre ihn schon. Da kommt er vorbei. Er ist vorbei. Das war Meisterschaftsentscheiden. Da wird er sich richtig in den Arsch beißen. Ja, das waren jetzt praktisch 20 Punkte, die er gerade hat liegen lassen, weil ansonsten hätte er gewonnen und der andere wäre Zweiter gewonnen und jetzt wird er nur Zweiter und der andere hat gewonnen. Bitter. Ja, hier. Er sagt danke für den Freebie. Das könnte die rennentscheidende Meisterschaftsszene sein. Wir werden ja beim nächsten Lauf sehen, wie viele Punkte das am Ende sein werden. Aber das hat 20 Punkte gekostet. Er macht doch mal eine Live-Hochrechnung. Er hätte nur noch nach Hause fahren müssen. Macht doch mal eine Live-Hochrechnung. Eine Live-Hochrechnung? Dazu müsste ich das Rennen vom ersten Rennen... Naja, er hat 190 gehabt, glaube ich. Also er kriegt jetzt 190 Punkte, der Fiedelack. Damit hat er dann 828. Und der Pickbrenner, jetzt müsste ich wissen, was der Pickbrenner im ersten Lauf geworden ist. Ich glaube, der ist ein Dritter geworden. Ich schaue nochmal. Ja, Dritter. Sind es 80, dann sind es 180. Dann hat er 782. Damit hat er 70 Punkte Vorsprung. Damit. So, und jetzt haben wir die beiden hier. Ach, es ist schon viel. Oh, schade. Bisschen zu früh. Jetzt haben wir nicht die beiden Konkurrenten genau hintereinander. Aber wir sind bereits in der letzten Runde. So, Glückwunsch an Schilikowski. Souverän. Muss Zweiter man wieder sagen. Wert Heimann. Dritter Linus. Gratz. Behrens. So, dann kommt gefühlt Mr. 15 Mal gedreht Buschi.
Und Pikbrenner, Gewinner der Amateure, dahinter direkt der Fiederlack, der sich in den Arsch speisen wird, eineinhalb Runden vor Schluss, das Ding noch so wegzuschmeißen. Das war so ärgerlich, das war so ärgerlich. So, und auf Platz 3 in der Amateurwertung landet am Ende der Jan-Philipp Bossmann. Der hat ja auch ein durchwachsenes Rennen gehabt, der arme Kerl. Kann man so sagen, ja. Also sein Wagen sieht auch nicht mehr aus wie neu. Linus war alles Runde 1, das war Weltklasse. Ja. Fair ist mehr und geiler Zweikampf. Wer weiß, was passiert, wenn er hättest du an der Engstelle den Schillikowski bekommen. Aber man muss sagen, der hat dann auch manchmal das gewisse Glück, was man braucht. Deswegen war der da innen und dann ja, hattest du natürlich keine Chance mehr. Ja, Wahnsinn. Ah ja. So, vierter Platz in der Amateurwertung wird Dirk Oxas und fünfter Marco Juan. So. Muss ich mal gucken, ob wir die Einblendung hier auch hinkriegen. Oder ob die nicht angezeigt werden. Nee, leider nicht. Schade, Endergebnis funktioniert leider nicht. Aber gut, haben wir ja gerade mündlich gesagt und du kannst ja nochmal Results kurz zeigen. Da sieht man das ja auch schwarz auf weiß so gesehen. Was ein Mistrennen von mir, von P1 gestartet und alles versemmelt, was ging. Ah, das ist bestimmt der Bossmann dann. Jan Philipp Bossmann. Ja, sehr, gut. Sehr ärgerlich. Im falschen Moment halt mal gedreht, würde ich sagen. Schade eigentlich. Da war mehr drin, das stimmt. Definitiv. Ja, das war Porsche Cup. Schön war es wieder. Also fünfter Lauf, genau. Unterhaltsam ohne Ende wieder. Vor allem die Startphase, die ersten 10 Minuten, die hat es ja in sich. Da wusste man gar nicht, wo man hin soll. Nee, das stimmt. Das war schon fast zu viel Action auf der Strecke. Aber sicherlich auch ein, zwei Manöver verpasst, die uns dann nicht angezeigt werden. So, und der Patrick ist im Warteraum. Dann schieben wir ihn noch kurz rein. Moment, soll ich es machen? Musst du sogar machen. Ach, du kannst es nicht. Okay, Moment, dann ich brauche einen Moment. Da. Ja, da ist er. Ja, letztes Mal noch drüber geredet. Naja, vielleicht sehen wir dich ja nochmal. Gratz zur Meisterschaft! Vielen Dank. Wieso höre ich ihn nicht? Wieso? Ich höre ihn. Aha. Hat er nicht gerade auf dem Server geredet? Nee. Patrick? Der hat auch auf dem Server gerade geredet, nicht bei uns. Deswegen hast du ihn gehört. Das war das. Ja, ich glaube, Patrick muss sein Mikro noch einstellen wieder fürs Discord. Aber bestimmt ist er dann gleich soweit. Genau, das war's. Mikro war ausgeschaltet. Da ist er. Gratz zur Meisterschaft. Souverän. Vielen Dank. Ja, uneinholbar. Im nächsten Rennen kann er sich als Zuschauer da hinstellen und sagen, ja, was für Kacknub seid ihr denn alle, du. Ja, geiler Fight, vor allen Dingen im zweiten Rennen. Muss auch sagen, manchmal auch die richtige Linie und Glück des Tüchtigen gehabt, aber am Ende dann souverän mit 7 Sekunden Vorsprung vom Platz 12 aus gestartet, gewonnen. Rennen aus deiner Sicht, lief es gut oder hattest du Probleme? Am ersten Rennen vorne wegfahren war okay. Hab einmal einen Slowdown bekommen, da wird es nochmal spannend, die letzten zwei Runden. Im zweiten Rennen habe ich mir dann gedacht, okay, kannst ein bisschen mehr riskieren, mal gucken, was geht. Natürlich am Anfang ist es einfacher, mehrere Autos oder viele Autos zu überholen. Habe ich da ein bisschen gepusht, habe auch Glück dabei, klar. Also war ein bisschen heikel teilweise, aber profitiert und ja, am Ende noch einen schönen Kampf gehabt mit den beiden vorne, die weggefahren sind, war echt gut. Das hört man ja gern. Erstmal danke für den Raid an Gianni, ja? Vielen Dank. Ich hoffe, war erfolgreich. Ich hoffe, hast du alle rasiert. Und schöne Grüße an deine polnischen Freunde nochmal.
Den musste ich jetzt bringen. Und danke, Catch D89, thanks for the follow. Viel Spaß hier. Für alle, die nicht wissen, Patrick Schilikowski hat gerade den fünften Lauf gewonnen im Porsche Cup, beziehungsweise beide Läufe, und ist damit uneinholbar Meister dieser Liga bei uns. Deswegen haben wir ihn gerade im Interview und wollten ihn natürlich weiter beglückwünschen. Und im zweiten Rennen, da war ja nur die Startphase, aber die Startphase, die war ziemlich eng, aus der Sicht von uns zumindest. Oder hast du was anders gesehen? War schon super eng, klar, ne? Ich habe versucht, am Anfang gleich mal innen zuzumachen. Ich bin gleich gut weggekommen am Start. Natürlich, wenn dann 5 Autos vor dir sind, dann oder 10, dann ist halt schwierig, dann eine Linie zu finden, die schneller ist. Und habe halt erstmal probiert, dran zu bleiben, schön Druck aufzubauen. Und habe halt profitiert von 2 Kämpfen, die sich nicht einig waren, wo ich dann innen reingestochen bin. Ja, mein Gott, hätte ich jetzt auf Punkte geschaut, wäre ich da nicht so aggressiv gefahren. Aber ich dachte mir, okay, kannst du was riskieren. Ja, konntest ja riskieren. Dein Vorsprung war ja jetzt auch schon ziemlich dicke. Und jetzt durch den Rennsieg natürlich erst recht. Also das ist ja dann jetzt, wie gesagt, uneinholbar. Ja. Super, ich freue mich riesig, ja. Feier schön. Lass die Champagnerkorken knallen. Und ich hoffe, wir sehen dich in der nächsten Rennserie vom GSR wieder, natürlich. Ja, bei den Masters bin ich auch gemeldet. Fahre ich auch mal mit. Dann sehen wir dich da. Hoffe ich, dass ich dich da auch ins Interview bekomme. Ja, hoffe ich auch. Alles klar. Wird vielleicht anders aussehen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Dann dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Euch auch. Und danke, dass du vorbeigeschaut hast. Immer gerne. Danke, Zepzone. 3. Monat, grüne Tafel. Vielen Dank für die Unterstützung und für dein Resub. Kommt hier noch ein Rennen? Ist halt jetzt die Frage. Wie spät haben wir es? Nee, ist sogar vorbei. Sonst hätte ich gesagt, ich schwinge mich ins Auto, aber das macht ja jetzt keinen Sinn mehr. In 2 Stunden ist ja erst das nächste Rennen. Nein, dann nicht. Kannst also abschalten, so gesehen. Tut mir leid. Danke nochmal, Gianni, wie gesagt. Ja, heute war ein kurzer Stream. Wir schicken euch jetzt weiter. Ist die Frage, wohin? Das darfst du dir wie immer aussuchen und auch ich gerne. Ich gehe mal davon aus, dass der Richter dann auch nicht mehr streamt. Nee, der hat auch schon jemand gehostet. Uns gehen die Streamer aus, ja? Uns gehen die Streamer aus. Doch, ich habe hier noch einen. Ist halt die Frage, was fährt der? GTE-Rennen auf Interlagos. Das war gerade. Ich muss erst mal gucken, ob der noch fährt. Ja, aber jetzt habe ich es fast vergessen, ne? In der Zeit können wir ja, denkt dran, morgen Abend, genau. Auf der legendären Strecke wahrscheinlich von Interlagos, weil die wird ja sozusagen nur gefahren. Also gehe ich davon aus, dass wir auch Interlagos auf jeden Fall sehr viel zeigen werden. Dann Samstag, DGFX, 3. Lauf. Falls DGFX nicht kennt, das ist eine Liga mit Safety Car. Schaut es euch an, richtig geil. Und diesmal noch die Besonderheit, die fahren auf einer Stadtstrecke, auf Detroit. Detroit. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele gelbe Flaggen die da schmeißen wollen. Also da solltet ihr einschalten. Kleiner Tipp. Und wenn ihr nur mal drüber schaltet über das Wort, guckt es euch an. Vielleicht auch mal selber so eine Liga fahren. Ist einfach geil. Also kann ich nur jedem empfehlen. Macht einfach Bock, sowas zu fahren. So, ist der jetzt hier online oder ist der nicht online? Bin ich zu doof? Was fährt der jetzt hier? Der fährt noch das Rennen? Aha, wieso fährt der noch das Rennen und Gianni ist raus? Ah ne, der fährt Practice. Alles klar. Ja, du, dann wird er ja noch das nächste Rennen fahren. Dann können wir den ja da hinstellen. Dann machen wir Meets Racing. Also soll ich wieder selber eingehen wahrscheinlich, ne? Ich bitte drum. Ja. Ich muss auch mal ein bisschen Leistung zeigen hier heute. Ich bringe mal Leistung durch Quatschen. Was anderes kann ich ja nicht. So, waren da noch Fragen irgendwie? Multiclass of Detroit, genau. Das wird lustig. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit 80 km/h. Ja. Beim nächsten Mal Chronolover. Genau. So, damit ist das schon mal drin. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend. Schaltet morgen wieder rein. Dürfte mindestens genauso lustig wieder werden. Eng, und da werden es wieder mehrere Rennen sein. Danke, dass ihr so zahlreich da wart. Danke für die Follows, danke für die Resubs. Ich sag morgen Chronolauber, wenn du morgen Abend Zeit hast, guck rein, da werden genug Rennen wieder übertragen. Von mir war's das, die letzten Worte
hat natürlich immer Markus. Ja, wie immer. Ja, also auch von mir nochmal vielen, vielen Dank fürs zahlreiche Einschalten, für die Subs, für die neuen Follows und dass ihr wieder so tatkräftig hier mit im Chat dabei wart. Bringt immer riesigen Spaß mit euch. Und ja, wir schalten jetzt rüber zum Meets. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Tschüssi!